Scheiß-Story. Scheiß-Story, wirklich. Ja, ist okay, Bruder. Buh! Miserabel! Schiebung! Schiri! Okay. Sie kommt weiter, let's go. Ian-san, klar. Aber wenn Mulani nicht weiterkommt, wer ist dann der fünfte Charakter? Weil Kinich wird natürlich weiterkommen, dann wird... irgendein Random weiterkommen? Und jetzt halt noch Katina... was? Hat Kinich nicht mitgemacht? Hat Kinich von Anfang an nicht mitgemacht? Also es sind wirklich nur drei Charaktere hier gerade relevant. Und Ian-san, by the way, cooles Design, mag ich sehr. Chaska, ja, finde ich auch cool, aber geht besser. Aber mal schauen, vielleicht mag ich ihren Charakter. Ja, Fresse halten, Katina. Nee, die Schiebung. Hierarken schon badass. Es gibt halt nicht mal Loser Bracket oder so. Was soll das? Jetzt sind zwei Loser einfach mit dabei. Eigentlich drei, Katina. Sorry, ich werde gerade zum Katina-Hater. Ich simpe für Mulani. Und dann das. Dummer Bullshit. Junge. Die arme Maus. As the crowd erupts and cheers, the pilgrim draws to a close. Mulani, nein. Slay girl. Du hättest gewinnen sollen. Schiebung. Schiebung. Der hat sich vorher was gespritzt. Hätte sonst nie gewinnen können. Psychose. Oh, das erlebe ich gar nicht mit, oder was? Ja, okay. Schade, wenn es so ist. Ich hoffe aber definitiv, dass wir ein paar Einblicke bekommen. Und ja, ich habe ein bisschen Angst um Katina, aber eigentlich ist sie richtig wack und hat sich halt nur ein bisschen was gespritzt vorher. Ey, Ian-san ist mit dabei, Chaska und zwei Randoms, die niemanden jucken. Kann eigentlich nur schlecht ausgehen. Naja, und selbst wenn sie fällt, sie wird ja eh wiederbelebt. Ist doch relativ egal eigentlich, oder? Soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, also Aber ey, Duo-Time mit Mulani. Das freut mich ja. Ey, vielleicht doch gut, dass du verloren hast. Nur Paimon muss noch weg und dann ist alles bestens. Kinich, was los? Okay. Aber Kinich hat also von Anfang an nicht mitgemacht. Dann habe ich einfach was falsch verstanden oder bin dumm. Eins von beidem. Ja, ich will also Mulani ist halt Prio. Tut mir leid, Kinich. Danke, Mann, danke. Ey, irgendwann werde ich das Angebot definitiv annehmen, aber Mulani ist mein Nummer 1 hier gerade. Und Paimon, geh du mit Kinich mit und ich mit Mulani. Teilen wir uns auf. Let's go, split up. Split up, Squad. Slimes. Lowly Life. Ey, wirklich, warum bekomme ich das überhaupt angezeigt? Mann, ich will das nicht. Oh.
Reputation with Nutland's Tribes unlocked. Let's go. Aber wo zur Hölle ist das denn jetzt? Wo ist die Reputation, ne? Ne, da habe ich nur Sumeru. Muss ich noch schauen, wie das dann läuft. Weil ich würde natürlich gern... Oh. Tribal Chronicles. Verstehe. Da kann ich also alle Tribes mal kennenlernen, oder was? Und da unten ist die Reputation, da wie es aussieht. Sehr geil. Freue ich mich schon sehr, da alles hochzuleveln. Für die Woche habe ich mir eh schon alles aufgespart, damit ich da direkt so schnell wie möglich hochgelevelt werde. Let's go! Mulani, wie sieht's aus hier? Oh! Cooles Design! Presse, Palmon. Sieht schon sehr chillig aus, muss ich sagen. Kapibara! Redest du gerade wirklich mit dem Kapibara? Und warum geht hier... warum geht ihr hier alle mit Kleidung rein? Wäre es nicht smarter, ein bisschen entblößter rein? Okay, eure Sache, also... Alles gut, I guess. Aber die genießen auf jeden Fall ihr wundervolles Leben hier im Urlaub. Wirkt auf jeden Fall wie so ein schönes Urlaubsressort. Ja, sehr gute Einstellung. Merkt man auch definitiv an ihrem Charakter, dass sie das so sieht. Zu 100%. Okay. Ich mag Highlights, aber was genau ist da? Oh yeah! Zusammen mit Mulani gleich mal Bar. Oh, oh, oh. Aber wahrscheinlich mit Kleidung. Nicht mal Fanservice hier. Paimon, du musst nicht weg mit dir. Wir ziehen uns wirklich um? Das wäre schon cool, wenn wir jetzt ein Nutland-Outfit bekommen würden. Ja, aber du bist alt. Das muss man dazu sagen. Hallo! Das ist mein Vollidiot, der leider immer mitkommt. Warum das Salz in die Wunde? Nächstes Mal, wenn ich Kachina sehe, direkt wieder Buh. Was ist das für ein Viech da hinten? Ja, okay. Aber wären wir dann nicht die Einzigen, die nicht die normalen Klamotten nutzen würden? Was? Dass man mit Kleidung rein muss? Oder was? Was ist hier die Regel? Muss ich auch noch um mein Essen kämpfen oder was? Was ist denn das für eine Scheiße? Müssen wir kämpfen jetzt oder? Okay. Das ist also eine Vorbereitung darauf, oder? Dann verstehe ich schon eher. Ich dachte schon, ihr wärt miese Wichser. Okay, alles gut, alles gut. So, aber auch. Perfekt spitten hier.
Oder du verpisst dich einfach, Paimon. Weil keiner dich mag. Niemand. Bekomme ich trotzdem Schwimmsachen oder irgendein extra Natlan-Outfit, das wäre echt cool. Würde ich schon appreciaten. Hallo? Was ist das jetzt für eine Drohung? Hallo? Ist sie schwanger oder was? Achso, nee, das soll eine Wunde sein. Ich dachte, das gehört zu den Tattoos dazu, aber alles gut. Nervige Kinder wieder. Haha, oh Gott. Ja, Arme. Ja, weg mit euch. Okay. I mean, ja, ihr wirkt schon ziemlich close, muss man sagen. She's a legend, okay. Interessant. Aber lass mich raten, nach ihrer Verletzung sah es ein bisschen anders aus. Okay. Let's go. So eine Einstellung Genshin einfach so, wo man nur Paimon muten kann. Wäre mein Traum, glaube ich. Das wäre mein Traum einfach. Traurige Welt, in der wir leben. Also schon sad. Ich dachte zuerst, sie wäre schwanger, also. Ich dachte sogar noch etwas Schlimmeres würde in ihr vorgehen. Die Musik ist geil. Richtige Chill-Musik einfach. Oh yeah, die Musik geht ab. Party time. Let's go. Weiter hier. Wo genau ist das? Hallo? Ah, da drüben.